Wie möchtest du den Flip Classroom oder deinen Unterricht in Zukunft gestalten? Gar nicht so anders als jetzt auch. Also ich werde es als Bereicherung sehen. Und Flip Classroom ist für mich eine von ganz, ganz vielen Methoden, die ich immer ganz zielgerichtet einsetzen werde, weil es gerade in Gruppenpuzzle passt oder in Stationenlernen und als Ergänzung einfach zu nutzen für Schüler, damit ich eben die ganzheitlich eher ansprechen kann. Und das ist mein Anspruch, einen ganzheitlichen Unterricht zu machen. Das ist ganz schwer. Aber ich habe die Möglichkeit, eben alle Sinne zu erfassen bei Schülern und anzusprechen und sie vor allen Dingen auch so ein Stück weit noch stärker zu differenzieren, dass ich wirklich versuchen kann, jeden Schüler abzuholen, wo er ist, was ich ganz ehrlich gesagt nie schaffen werde, aber der Versuch ist ja schon mal wert. Zum Beispiel, was ich jetzt eben gemacht habe, ich habe vereinbart, dass ich nach Potsdam fliege oder fahre in meinen Herbstferien. Und da möchte ich mir dann ein neues Konzept angucken, das kommt aus Finnland. Es geht dann darum, den Flip Classroom sehr offen zu gestalten. Das heißt also wirklich den Schüler ins Zentrum zu stellen, denn die Möglichkeit besteht ja, dass im Flip Classroom das Lehrerzentrierte einfach nur übertragen wird. So, und da geht es dann wirklich darum, den Schüler in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist für mich auch ganz besonders wichtig. Also wir sind in Bayern schon relativ weit in das Thema Flip Classroom weiterzubringen. An meiner Schule sind wir jetzt zu dritt, nächstes Jahr werden es wahrscheinlich mehr sein. Wir halten ständig Fortbildungen und gehen von einem Ort zum anderen, um es bekannt zu machen. Dadurch haben wir in Bayern, glaube ich, schon relativ viel Praktizierende, aber das natürlich in einem Promillebereich. Und unterm Strich setze ich die pädagogische Freiheit viel, viel höher. Deswegen will ich niemandem das aufzwingen, sondern das, wer kommen will, soll kommen und soll es machen. Aber ich muss nicht morgen 10 Leute bekehrt haben, sondern mir ist wichtiger, dass die Leute, die Bock drauf haben, das machen. Und von daher sehe ich gar nicht das so als meine Aufgabe, irgendwie die Leute in die Masse zu bekommen, sondern Leute in die Masse zu bekommen, die Bock drauf haben. Und da sind wir auf einem guten Weg, finde ich, aber weit ausbaufähig. Community, Netzwerken, dann Videos sind zwar wichtig, aber sind nicht alles. Ja? Also das finde ich ganz spannend. Und Fachdidaktik bin ich jetzt drauf gekommen, dass das noch viel mehr berücksichtigt werden muss. Was ist der Mehrwert der Tools? Welche Tools gibt es? Also die Vernetzung, auch wieder neue Inputs zu kriegen. H5P fällt mir da zum Beispiel zu ein, das ein Fremdwort für mich bisher war. Und wie gehe ich mit dem Zeitmanagement um? Also mit meinem eigenen und mit dem der Schülerinnen und Schüler. Ja, meine Antwort ist natürlich, dass ich grundlegend richtig finde, dass Schülerinnen und Schüler mit digitalen Medien interaktiv arbeiten und dass das viel mehr Raum in der Schule bekommt. Das ist ganz klar meine Antwort, aber mit der bin ich eigentlich auch schon hergekommen, weil das für mich ja jetzt nicht neu ist. Inspiration auf jeden Fall, Motivation und was ich ganz wichtig finde, ist Vernetzung einfach untereinander. Dass man mal die virtuellen Menschen, die man immer hinter den Twitter-Accounts sieht, dann analog kennenlernt und sich austauschen kann. Das ist auch sehr schön. Wie kann man verhindern, dass jeder für sich das Rad immer wieder neu erfindet und wie kann man Erfahrungen tatsächlich auch im eigenen System, in der eigenen Schule teilen, sodass das, was ja viele beklagen, nämlich der hohe Arbeitsaufwand, die hohe Belastung im Alltag, dass sie geringer wird, dadurch, dass man einfach Sachen auch weitergibt. Und es gilt natürlich für den Flip Classroom, aber eigentlich für alle, genau. Für alle Überlegungen bezüglich des Unterrichts. Genau, das ist der Fall an unserer Schule. Wir haben ein gemeinschaftliches Projekt, wo wir ein Klassenzimmer gemeinschaftlich füllen, das aber auf 3 Klassen anwenden, um es dann anderen Klassen wieder zur Verfügung zu stellen. Und das, wenn man weiter spinnt, kann man das auch mit Fächer, mit schulübergreifend. Nächstes Jahr werden wir mit 3 Schulen gemeinsam ein Projekt in der 5. Klasse starten, wo alle ihren Material dazu beitragen. Nur, das ist momentan nur bei denen möglich, die sich auch mit dem Netz und mit dem Internet als Kommunikationsaustauschplattform auseinandersetzen. Und da sind wir in der Schule noch auf einem weiten Weg. Und deswegen wird Kollaboration und Kommunikation unter Lehrkräften erst dann funktionieren, wenn das Thema Medium auch in Schule ankommen ist. Also neue Medien auch ankommen ist, ja genau. Ich muss noch viel lernen. Kannst du was gebrauchen davon? Ja, warte ab.